Voll der Osten, Leben in der DDR, die Ausstellung des Fotografen Harald Hauswald ist eine Zeitreise in die 80er Jahre und steht beispielhaft für mehr als 3000 Projekte, die die Stiftung Aufarbeitung bisher entwickelt oder finanziert hat. Der Fokus hat sich im Laufe der Zeit erweitert. Wir müssen uns mittlerweile nicht nur damit auseinandersetzen, welche Folgewirkungen die Diktatur hatte, die Teilung hatte, sondern auch, was haben eigentlich 30 Jahre deutsche Einheit im Leben aller Deutschen bewirkt. Wo ist das Trennende, wo ist das Gemeinsame? Was ist auch in den 1990er Jahren beispielsweise falsch gemacht worden? Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren berät und fördert die Stiftung vor allem Gedenkstätten, Museen oder Bildungseinrichtungen, so etwa die jährliche Geschichtsmesse in Suhl. Vieles sei in der Aufarbeitung der DDR bereits erreicht worden, sagt der Vorsitzende Rainer Eppelmann. Dennoch stehe man vor gesellschaftlichen Herausforderungen. Und von daher kann ich das verstehen, dass es Menschen, die auch dank ihres Mutes und ihrer Zivilcourage an der einen oder anderen Stelle in ihrem alltäglichen Leben in der DDR benachteiligt gewesen sind, dass die sich auch heute noch als Opfer verstehen, sagen, wir haben nicht die Anerkennung gefunden, von der wir hofften, dass wir sie eigentlich bekommen würden. Das sieht Bundespräsident Steinmeier ähnlich. Beim Jubiläumsfestakt wies er darauf hin, dass bei der Wiedervereinigung auch Fehler gemacht worden seien, die erforscht werden müssten. Außerdem hätten viele Menschen tiefgreifende Brüche erlebt. Dennoch haben die ostdeutschen Erfahrungen bis heute keinen so festen Platz in unserem kollektiven Gedächtnis gefunden wie die Geschichten des Westens. Und das muss sich ändern. Dazu will die Stiftung Aufarbeitung mit ihren Projekten auch weiter beitragen. Ein Auflösungsdatum hat sie nicht.